Hi Leute, ich begrüße euch recht herzlich auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Und ihr habt es alle schon in der Überschrift gelesen, es geht um ein Thema, das schon lange die Runde macht. Genau, Plastikbesteck, Strohhalme und alles, was dazu gehört. Jeder von uns weiß inzwischen, das Zeug schwimmt in den Meeren rum, verstopft alles. Und es wurde ausgerechnet, dass wir bis 2050 etwa mehr Plastik in den Meeren haben als Fische. Und es ist einfach eine Katastrophe. Und von daher ist es eigentlich auch der richtige Schritt, denke ich mal, dass es jetzt wirklich endlich auch vom Gesetz her beschlossene Sache ist. Die EU hat nämlich diese Woche darüber abgestimmt, dass es ab 2021 wirklich verboten ist, das herzustellen bzw. in Umlauf zu bringen, zu verkaufen, und bis dahin soll es auch vom Markt genommen werden. Ich interessiere mich wie immer natürlich für eure Meinung, was das Ganze angeht. Vor allem, was würdet ihr für Alternativen in Betracht ziehen? Weil Alternativen sind schwer. Gut, es gibt Möglichkeiten wie Bambus und so weiter, aber es ist schwer abzubauen. Und ja, jetzt mal wieder meine Bitte an euch, wie immer, like bitte eure Meinung unter diesem Video in Form von Kommentaren. Ich verabschiede mich erstmal wieder bis auf weiteres. Ich weiß, es ist nur ein kurzes Video. Dennoch ist es ein, finde ich, sehr, sehr wichtiges Thema. Und von daher, ran an die Tastatur, schreibt eure Meinung. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, Shibio.